Jo, hallo, servus und habe der zu diesem neuen Video, zu diesem kleinen Hilfevideo zum Steilkönig, zur Steilkönig Open World. Ich zeige euch heute alle Besichtigungsaufträge beim Steilkönig. Die sind ja wie bei den letzten Welten nicht immer einfach zu finden und oft nicht selbsterklärend. Und am Ende zeige ich euch noch ein paar kaum zu fassen Aufträge, wo die Gegner am besten zu finden sind. Wir beginnen bei der ersten, und zwar Ultima begibt sich auf die Spitze des Uhrenturms. Das ist natürlich hier gleich am Anfang. Den Uhrenturm solltet ihr hoffentlich alle schon gesehen haben, der schöne hier. Und das macht ihr am besten mit der Kaktee, da funktioniert es am einfachsten. Mit allen anderen habe ich es ehrlich gesagt nicht geschafft, mit der Kaktee von dem Haus hier war es am einfachsten. Weiter geht's mit Zene est pas un Bohrer, Reit auf dem Bohrer. Sollte man meinen, es ist selbsterklärend, ist aber eigentlich nicht mehr so leicht. Ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu checken. Der Bohrer ist jetzt nicht so schwer zu finden, der ist hier relativ mittig von der ganzen Map. Und ihr müsst als Charakter ganz außen auf einen dieser drehenden Plattformen stehen, ganz außen stehen und eine ganze Umdrehung machen. Dann bekommt ihr die Medaille. Weiter geht's mit der beste Turm, springt zwischen den Türmen des Forts hin und her. Und das Hin- und Herspringen ist so lala notwendig, denn eigentlich reicht es schon. Geht sich's aus? Ja, reicht es schon, wenn ihr hier einmal von dem Turm zu dem Turm springt oder umgekehrt, dann bekommt ihr sofort die Medaille. Weiter geht's mit YOLO, YOYO, fahren mit einem Aufzug hoch und runter. Es gibt mehrere von diesen Aufzügen hier auf der ganzen Map, die so mit Käse praktisch betrieben sind. Hier müsst ihr einfach hoch und runter fahren und ihr bekommt die Medaille. Und diese hier direkt darunter ist bei euch wahrscheinlich noch ein Fragezeichen. Grillkäse fordert das Schicksal heraus mit Schmelzkäse. Wie gesagt, bei euch am Anfang ist es noch Fragezeichen, dafür müsst ihr einfach kurz in ein Käsebecken springen und schnell wieder heraus, sodass ihr überlebt und die Medaille bekommt. Wir kommen zu den letzten beiden Aufträgen, die sind hintereinander gleich zu erledigen, und zwar Schafe anhäufen und erschaffe einen großen Haufen Schafe und führe die Wolle ein, lege ein Schaf auf den Haufen. Das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Wir starten hier am Anfang, das ist hier ganz unten auf der Map bei der Altstadt. Und hier seht ihr, hier in der Lore ein Schaf. Grundsätzlich ist es egal, was für ein Schaf ihr nehmt. Es gibt insgesamt 4 auf der ganzen Map. Und da mit diesem Schaf geht ihr dann hier noch vor zu diesen anderen 2 Schafen. Und dann bekommt ihr die erste Medaille, lege ein Schaf den Haufen. Ihr müsst aber einen großen Haufen Schafe machen und dafür braucht ihr, wie gesagt, 4 Schafe. Die schauen wir uns jetzt an, wo die sind. Das zweite Schaf ist gleich hier daneben, hinter der Tür. Einfach aufnehmen und wieder zur Herde bringen. Der Haufen wird immer größer. Das dritte Schaf ist hier beim Uhrenturm, wo wir vorhin schon waren. Steckt das. Der Haufen Schafe wird immer größer und größer. Und das letzte Schaf ist ein bisschen weiter weg, und zwar hier neben dem Brunnen ist das vierte Schaf. Und wenn wir das hier noch auf den Haufen bringen, bekommen wir einen kleinen Münzregen und die letzte Medaille. Das waren alle Besichtigungsmedaillen. Wir schauen uns jetzt noch schnell an, wo man am besten die kaum zu fassen Aufträge findet. Das sind, wie in den anderen Welten auch, schwer zu erledigende oder schwer zu findende Champions. Der erste Sicherheitsstein ist bei den Felsebenen. Das ist eher hier so in diesem Bereich auf der Karte. Da müsst ihr einfach in dem ganzen Bereich ein Gefecht anzetteln. Und bei mir war da dann einfach zwischen den anderen Gegnern als Champion war auf einmal Sicherheitsstein. Aber wie gesagt, hier musste man ein Gefecht anzetteln. Beim zweiten Puddelperücke, er kommt zu spät zu seiner Schicht als Bohrer-Wartungstechniker, musste ich kein Gefecht anzetteln. Er war, wie der Name sagt, beim Bohrer hier. Da stehen ja immer ein paar Ingenieure, die habe ich gekillt, dann habe ich mich gerespawnt und dann war der auf einmal hier. Ist wahrscheinlich eher Glückssache, hier in dem Bereich rund um den Bohrer ist er auf alle Fälle. Und der dritte ist Peter Magneter, ist ein Wissenschaftler und wie hier steht, ist er in den Minen des Steilkönigs zu finden, die sind allerdings ziemlich groß.
Auch hier muss man wieder viel kämpfen und er ist, wie der Name sagt, kaum zu fassen. Immer wieder Gefechte anzetteln, er ist eher hier in dem oberen Bereich zu finden, kann aber meines Wissens nach in der gesamten Mine des Steilkönigs zu finden sein. Bei den meisten ist er aber eher hier heroben. Das waren alle Besichtigungsaufträge und ein paar Hilfen zu den kaum zu fassenden Gegnern. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Alle anderen Medaillen sind eigentlich relativ einfach zu verdienen. Die sind eigentlich relativ selbsterklärend. Zu den Datenzwergen, egal ob goldene oder diamantene, kommen noch Videos. Denn die sind auch ein bisschen schwierig, vor allem die diamantene mit dem Rätsel und so weiter. Und auch goldene haben Rätsel in sich. Aber sonst solltet ihr eigentlich den Stellkönig ohne Probleme schaffen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Videos helfen. Bis zum nächsten Video und ciao. Servus.